Leute. Ich bin hier ganz alleine. Wofür versammelt ihr euch denn? Das ist doch offensichtlich. Hier haben wir eine Laufstegbraut, ein Mädchen in Not und einen armen Musiker. Und? Susi, das ist doch die typische Handlung. Sie suchen alle ein Zuhause. Okay, sollen wir es bauen oder mit Magie herzaubern? Warte, Sie können in mein Zimmer unterkommen. Dann müssen wir nur süße kleine Möbel bauen. Du setzt dich für die Gedemütigten und Schwachen ein. Dafür liebe ich dich. Na, lass uns direkt loslegen. Gute Arbeit, Sammy. Jetzt haben wir alles für das erste Möbelstück. Danke. Leute, bald könnt ihr auf eurem neuen Sofa sitzen. Okay, ich bedecke die Basis mit Kleber. Wo ist mein Pinsel? Hast du das hier verloren, du großer Beschützer? Ja, danke. Und ich bin jetzt Sam, der Beschützer? Oh, keine Zeit für sowas. Fangen wir an. Hier, bitte sehr, Mr. Rotwange. Soll ich dir helfen? Ja, nimm dir noch einen Pinsel und wir fangen an. Nun müssen wir die klebende Seite auf die Watte drücken. Piep, piep. Mehr Kleber auf die Seiten. Ja. Sammy, du strotzt heute nur so vor Energie. Okay, dann bedecken wir wieder alles mit der Watte. Ihr wisst, was nun kommt. Einfach wiederholen. Und voila. Das erste Stück des Sofas ist komplett eingewickelt. Meine Welt, denkst du ein neues Leben an? Oder? Hilf mir, bitte. Puh, Prinzessinnen sind echt schwer. Sammy, übernimm dich nicht. Und danke, dass du den anderen Teil fertiggestellt hast. Leute, hey Leute, wir sollten später Verstecken spielen. Jetzt können wir das Polster machen. Yay! Wickeln wir es einfach wie ein Geschenk ein, Leute. So. Ach du grüne Neune, nicht hier lang. Oh. Nun, die Helfer sind in die falsche Richtung gelaufen. Aber wir kommen auch erstmal alleine klar, oder? Ja, Susi. Aber wann machst du die anderen Teile? Hm? Buh! Jetzt machen wir... Moment mal. Das hat nicht richtig funktioniert. Leute, kommt schon. Los, los. Ach, ziemlich schwer. Okidoki, los geht's. Danke für eure Hilfe, Leute. Wartet, wartet. Bleibt hier. Mädels und Jungs, setzt euch bitte. Hey, nicht so voreilig. Und drängt mich nicht so. Oh, armer Ken. Wir machen dir einen richtig coolen Stuhl. Was? Wird er etwa noch besser als dieses Sofa? Wir wollen auch einen Stuhl. Susi, auf die Schnelle konnte ich nur das hier finden. Was haben wir sonst noch? Ein leerer Kleber funktioniert perfekt. Lass uns loslegen. Und das solltet ihr dabei bekommen. Eine Basis für den Stuhl. Hopp, wir schütteln es ein wenig und haben zwei davon. Ja, 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 ja. Singt mit, Mädels. Ups, sorry, ihr Süßen, aber danach habe ich gesucht. Hey, Susi, was sollte das bitte? Verstehe ich nicht. Das sollte keine Decke sein. Ich brauche es für die Polsterung des Stuhls. Siehst du? Ach, okay. Aber deine Magie ist etwas schiefgegangen. Warum klebt es an mir? Halt, still. Ups, es ist doppelseitiges Klebeband. Jetzt können wir es mit Stoff bedecken. So, und etwas andrücken. Siehst du? Okay, du hast Magie, aber ich hab das hier. Wow, fast wie angegossen. Was denkt ihr, Leute? Gefällt es euch? Woohoo! Go, Sammy! Du bist so cool! Hier kommt ein weiterer Teil mit zwei Stuhlbeinen. Und der Stuhl ist fertig. Spieglein, Spieglein in meiner Hand. Was kommt vielleicht noch an die Wand? Wenn ihr das wissen wollt, bleibt dran. Oh, meine Haare sind bestimmt total durcheinander. Nun... Hey, du sollst mir doch nicht die Wahrheit sagen. Mädels, Mädels, nicht streiten. Ich kann euer Spiegel sein. Du willst für immer da stehen bleiben? Niemals. Lass uns einen süßen Tisch fertigen. Weg, weg, weg. Wir brauchen hier kein Schloss. Wir arbeiten mit einer Holzkiste? Perfekt. Ich zeige euch was Großartiges. Okay, Leute, das dürft ihr nicht überspringen. Brauchst du meine Hilfe, Sammy?
Ich komme. Oh nein, ich habe meinen besten Freund an die Puppen verloren. Was mache ich jetzt nur? Wow, vielleicht komme ich ohne ihn doch besser klar. Hm? Leute, was meint ihr? Nicht so schnell. Ich schleife nur die Kiste ab, Susi. Nicht mehr, nicht weniger. War doch nur ein Scherz. Und schau, es hat funktioniert. Jetzt bist du hier und wir können mit dem Tisch weitermachen. Das wollte ich hören. Gute Arbeit, Susi. Das gefällt mir. Susi, mein neuer Mitbewohner will auch helfen. Macht euch gefasst, Leute. Scheint, als hätten wir hier einen neuen Peter. Ich kümmere mich um alles. Ah, weg von mir. Halt, sitz, sitz. Braver Junge. Puh, Monster zu zähmen ist nicht einfach. Das hast du aber gut gemacht. Und jetzt brauchen wir jede Menge Schätze für den Tisch. Ich glaube, wir brauchen mehr Abschnitte. Damit alles Platz hat. Schon besser. Man kann nie genug Schubladen haben, nicht wahr? Leute, hättet ihr auch gerne so einen Tisch? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Wow, schaut euch das an. Der Spiegel ist bereits hier. Oh, endlich kann ich meine Frisur richten. Hey, drück mich nicht. Hey Leute, wie wär's mit einer Einweihungsfeier? Komm schon, Sammy. Wir können keine Party schmeißen, wenn wir keine Stühle für die Gäste haben. Stimmt. Wir bauen sie aus Pappe. Wie immer. Susi, kannst du dich bitte um die Watte kümmern? Klar. Watte und Holzstäbchen. Wir können ganz individuelle Designs ausprobieren. Zwei Stühle gleichzeitig herstellen? Ganz nach meinem Geschmack. Ich glaube, ich muss mir etwas Pappe von dir leihen, Sammy. Hab ich doch gesagt. Bitte sehr. Ärger mich bitte nicht. Okay, jetzt können wir den Stuhl zusammenbauen. Ach, so viel Arbeit. Jetzt muss ich nur noch die Polster an die richtigen Stellen legen. Und fertig. Wie gefällt es euch? Und ich habe meine Zaubertricks. Siehst du? Was? Ab jetzt sitze ich immer neben dir und beobachte jede deiner Bewegungen. Gruselig. Leute, Sammy ist echt überzeugend, oder? Denk, was du willst, aber ich habe die Beine für deinen Stuhl. Warte, Sam. Gib die zurück. Klauschlein Sam verliert nie. Vergiss das nicht. Und mein Stuhl ist sowieso der Beste. War das ein Wettbewerb? Leute, wir sind gleich zurück mit weiteren Designs. Bleibt dran. Habt ihr das gesehen? Oh, ich bin's wieder. Echt cool. Was, Mädels? Juhu! Sammy, zeig uns mehr. Yeah! Wollt ihr eine Live-Demonstration? Leute, wir präsentieren euch... Boom! Eine Zirkellampe. Eine Lampe aus einem Zirkel? Echt jetzt? Oh, das ist echt cool. Zwei Zirkel sind besser als einer, oder? Aber klar doch. Bringen wir alle Beine zusammen. So. Und drücken die scharfen Kanten in bunte Heißklebersticks. Sieht großartig aus. Was? Hey, Mister, nimm deine TikToks gefälligst woanders auf. Eine Basis aus Büroklammern und eine Rolle Klebeband. Fertig ist die Lampe. Mister Schleim, was ist mit meinen Sachen? Ich habe keinen Platz dafür. Und meine Musiksammlung. Darf ich die in dein Regal legen? Ach du grüne Neune. Warum habt ihr es denn so eilig? Mr. Schleim, warte, warte. Oh, okay, ich habe die Materialien für den Schrank bereits vorbereitet. Piep, piep, piep. Und ich will ein Regal aus Heißklebesticks bauen. Leute, ein Schrank bauen ist echt einfach. Ihr müsst nur alle Teile zusammensetzen. Und wenn ihr kreativ sein wollt, dann folgt mir. Biegt den Klebestick und schneidet ihn an der Krümmung leicht ein. Sicher, dass der Schnitt genau mittig war? Kümmere dich um deine Sachen. Und nimm mir meine Sachen nicht weg. Hey, wo schlagt ihr alle? Nicht witzig. Wir sollten das Holzlineal in Teile schneiden. Zack. Und dann bemalen wir sie in unseren Lieblingsfarben. Susi, sicher, dass du das ohne mich schaffst? Klar, Sammy. Aber danke für deine Hilfe. Du bist mein bester Freund. Sobald die Farbe trocken ist, kleben wir die Regale an die Seite. Dann bringen wir den zweiten Klebestick an und unser Regal ist einsatzbereit. So. Das sieht großartig aus, aber meint es trotzdem besser. Und was sagst du, Barbie? Ich habe so viele Sachen, um es zu füllen.
Dreh die Musik auf. Lass uns feiern. Was für ein Beat. Wow, diese Party war der Hammer. Wo sind alle? Ich wollte Ihnen eine neue Büstelei zeigen. Jetzt frischen wir uns alle erstmal auf. Wir müssen dringend duschen. Beginnen wir mit dem Duschkopf. Nehmt einen Klebespender und etwas Ton und macht ein paar solcher Löcher. Susi, kann ich eine deiner Schwammbürsten haben? Ich brauche sie ganz dringend. Klar, zeigst du uns im Anschluss das Ergebnis? Erst, wenn du die Dusche fertiggestellt hast. Ein Kinderspiel. Außerdem ist sie bereits fertig. Wir bringen nur noch ein paar praktische Sachen an. Wasch! Und einen Duschvorhang natürlich. Ich zuerst! Oh. Hey, vorsichtig! Susi, du hast vergessen, wie rutschig eine Dusche sein kann. Ich kümmere mich darum. So, jetzt kannst du sicher duschen. Huhu, danke! So viel besser! Sammy, du hast es geschafft. Diese Ottomane sieht fantastisch aus. Wo soll sie hin? Pause. Leute, genießt das Ergebnis. Ich mache ein kurzes Nickerchen. Ist das alles für uns? Bubbies, schaut! Ich liebe unser neues Zuhause. Die Gastgeber sind so liebenswert. Yeah, du hast recht. Ich bin so froh, dass wir hier wohnen dürfen. Schlauschleim Sam, du bist der perfekte Gentleman. Wir werden für immer Freunde sein. Danke, Barbies und Ken. Oh, Gäste zu haben ist echt anstrengend. Kann ich jemals wieder ungestört schlafen? Sorry, lasst uns schlafen, Leute. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch unser Barbie-Handwerk gefallen hat. Bald euch, ich will die Einhörner in meinen Träumen sehen. Ciao, Leute. Bis bald.